Applaus nicht endet, wenn dann Spots wieder aufflammen, dann heißt das noch einmal das Ganze da capo. Liebe Frau Kammersängerin, herzliche Begrüßung in Wien. Ja. Ja, lassen Sie mich sagen, wie ich mich freue. Live im Dreisatzstudio, August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da capo Ljuba Vilic. So. Darf ich Ihnen sagen, wie ich mich freue, mit Ihnen zusammen zu sein? Sie machen so viel für die Kultur. Nicht vorher loben, erst mal nach der Stunde. Der Friedrich Nietzsche, der hat einmal gesagt, und das habe ich mir für heute Abend aufgeschrieben, Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich. Und jemand, der Sie gesehen hat als Salome, hat gesagt, bevor Sie gesungen hätten, wären Sie schon eine exotische Stichflamme gewesen. Wahrscheinlich. Ich möchte gerne wissen, wie ist aus der Ljuba Velichkova aus Borisovo, ist das richtig? Ja, sehr richtig. Wie ist daraus die Ljuba Velich geworden? Ich bin dort geboren, das ist ein kleines Dorf am Schwarzen Meer. Mit wunderbarer Luft und vielleicht dadurch habe ich die Stimme bekommen. In meiner Familie hat kein Mensch gesungen. Und dann wollte ich immer zum Theater, zur Oper. Ich habe auf einer Zeitung gesehen, eine Sängerin von der Staatsoper Sofia mit einem Messer, die hat sich so gestoßen. Und habe gesagt, das ist toll, das muss ich auch machen. Ich muss Oper singen, ich habe aber keine Ahnung von Oper gehabt. Und dann habe ich Gymnasium absolviert in Schumen. Das ist eine sehr alte türkische Kulturstadt gewesen. Und dann ohne Pause nach Sofia gegangen und ich suchte den Direktor, ganz frech, 18, 17 Jahre. Ging zu Portier, es war Ende August, habe mir gedacht, jetzt September beginnt, die müssen mich engagieren. Und sage, wo ist der Direktor? Sagte, es ist ja noch Sommerferien, der Direktor ist nicht da. Und sagt, ich will singen. Höre ich hinter meinem Rücken, ich bin der Direktor, was wollen Sie von ihm? Habe ich gesagt, ich will, dass Sie mich anhören. Der hat sofort einen Pianist gefunden und ich wurde engagiert mit kleinen Rollen und im Chor. Und so hat es angefangen. Mal. Da haben Sie Ihr Musikstudium gemacht, aber auch in Wien haben Sie doch auch. Nein, also das war lange Geschichte. Dort habe ich ein Jahr mal gesungen in der Staatsoper, kleine und große und Chor. Und dann wollte ich nach Wien. Und dann kam ich nach Wien und sang bei Professor Lierhammer, der ein großer Gesangprofessor war. Und ich habe gesagt, Professor, ich kann aber nicht bleiben, ich habe kein Geld. Darauf sagte er, Sie müssen da bleiben, Sie haben Gold in der Kelle. Und hat jeden Montag um 10 Uhr, wenn ich die Stunde gab, ein Kuvert 5 Schilling geschenkt. Jeden Montag, 2 Jahre lang. Und ich habe Kohl und Kartoffel, Kartoffel und Kohl und Kartoffel gegessen, aber ich überlebte. Ich möchte diesmal nicht eine so didaktische Sendung machen, nicht so viel sprechen über Ausbildung, was ich sonst nein, sehr gerne tue. Nein, das ist ich sehr möchte gescheit. Gerne von Ihnen was hören. Ja. Ich möchte hören, wie ging es dann weiter? In Graz war Ihr Debüt, nicht? Ja, also das war Folgendes. Ich habe absolviert hier dann und kam nach Wien. Ein sehr guter Theatermann als Intendant in Graz hat mich gehört in der Staatsakademie. Und hat mich sofort engagiert und Sie werden lachen, ich habe begonnen mit Neda, mit der ersten Rolle in der Schlossberg. Und das war zum ersten Mal, wo ich mir ein Kleid und ein Schuchel gekauft habe. 250 Schilling Gage habe ich gehabt und einen Hund habe ich mir gekauft. Haben Sie heute auch dabei einen? Ist ja, aber Sie sehen das nicht. Ja, der hat rote Haare. Ist der so geboren? Nein, mein Friseur hat gesagt, die Mami ist rothaarig, die Tochter muss auch rothaarig. 2-jährige Teenager. Auf die Straße schauen die Leute sie, aber mich niemand. Ach ja, man hat sie viel angeschaut. Darf ich was dazwischen fragen? Sie waren von 43 bis 45 in München. Right. In einer sehr schlimmen Zeit. Haben Sie da was von wahrgenommen, von dieser schlimmen, schweren Zeit? Ja. In der Nazi-Zeit? Also komischerweise, mich haben die in Ruhe gelassen. Ja. Mich hat keiner gefragt, ob ich eine Jüdin bin oder Arier bin. Aber meine Kolleginnen verschwanden über Nacht eins nach dem anderen, die jüdisch waren, was mir sehr wehgetan, weil sehr begabte Frauen waren. Ich hatte von Graz in Hamburg sofort gestirbt, ja. Butterfly, von dort Dresden und dann nach München bei Zahlinger, glaube ich, hat sie geheißen, Zahlinger, und ja. Clemens Krauss. Und der Krauss hat mir mal gesagt, er will mich haben, aber in zweite Fach. Aber ich gesagt, nein, Professor, ich bin schon eine erste Lyrische. Da war die Eipel, erinnern Sie sich, ja, eine sehr Trude gute Sängerin, Trude, sehr Eipel. Gute.
Also, ich habe die Trude erste Fach lassen, bin nach Wien gekommen dann. Und 45 kamen Sie nach Wien und dann ging doch die internationale Karriere sehr schnell. Ich habe gestiert schon in Opernhaus der Stadt Wien, 42er, 43er, 45er, mit Rosalinde, mit Königskinder, mit Pölzer und mit am Musette. Aber wie kamen Sie denn zum ersten Mal nach New York? Oh Gott, das ist eine lange Sache. Erstmal kam ich nach England. Ja. Ich habe in England gesungen, die Edinburgh Festspiele, die Donna Anna, mit Guy. Mit Guy, ja. Und dann Maskenball, Amelia und Donna Anna. Natürlich habe ich in drei Sprachen, können Sie sich vorstellen, was ich in meinem Leben geschuftet habe. Ja. Und dann hat Salome natürlich auf Englisch gesungen. Ja, das müssen wir sprechen. Und dann von England hat man mich der Johnson, Edward Johnson, nach New York geholt. Na, da kann ich Ihnen nichts sagen. Ich bin am Samstag angekommen mit einem schrecklich alten Pan-American, mit einer Angina komme ich an New Yorker Airport und kann nicht schlucken. Es war Samstag, kein Doktor, kein Dollar, kein Groschen, nichts. Und legte mich mit meinem Mantel in Bett und gurgelte nur mit Cognac. Am Montag um 9 Uhr ruft mich der Edward Johnson und sagt, Madame, sind Sie bereit zur Probe? Obwohl ich Schmerzen habe, sagt natürlich, ich habe kein Wort gesagt, dass ich so steht in der Zeitungen und die ist dann nicht mehr gut. Also ich kam um 10 Uhr pünktlich, habe mir geborgt Geld von der Reception und da war der Inspizient nicht da, niemand war da und ich Punkt Mitte der Bühne stehe ich wie ein Soldat, diszipliniert wie immer die Lüber und da kommt auf einmal 20 Minuten nach 10 ein Mann mit so hatschte Haxel. Und sagt, was soll sie? Ich sagte, entschuldigen, wann ist die Probe? Er sagt, um 10 Uhr. Aber jetzt sage ich 10.30 Uhr. Ja. Oh, rannte und sagte, come on, she is dangerous, sie ist gefährlich, kommt sie. War auf einmal, so haben Sie begonnen. So habe ich begonnen. Habe ich richtig nachgesehen, Ljuba Velić heißt große Liebe, nicht? Ja, Ljuba Velić, also Ljuba heißt Liebe und Velić heißt groß. Und das hat der Prusche in Graz gekürzt, weil die Grazer konnte nicht Velićkova. Aber an der Met waren Sie dann doch von 48 bis 52, nicht? Regelmäßig. So ungefähr, ja. Und später kam ich 72er auch. Auch, und da haben Sie nochmal eine Regimentstochter. Das ist richtig. Ja. Wie Sie gut unterrichten, ja. Sie, Herr Professor. Die Sendung heißt Da Capo. Sie haben doch bestimmt viele Da Capos gehabt. Zu viele manchmal. Zu viele. Sehr viel, oft wiederholt, 3-4 Mal. Ich muss Ihnen was vorlesen. Die Bitte. Times, die Londoner Times, hat moniert, dass Ihre Musette zu aufregend gewesen wäre und zu Beifallsstürmen geführt hätten, die nicht angebracht gewesen wären. Sogar hat in Zeitung geschrieben, Bohème must be called Musette. Ja, große Liebe. Große Liebe. Bohème müsste genannt werden Musette. Musette, verstanden. Aber wenn Sie eine Rolle studieren, und ich möchte gerne auch über die Donna Anna, vor allem natürlich über die Salome später Kann sprechen. Ich Ihnen über Donna sehr lustige Sache erzählen? Ja, tun Sie. Ja, also 46 Jahre, Februar, kommt zu mir ein Mann, nicht sehr groß, mager, mit einem fetten Hut, schmeißt den Hut auf dem Couch und sagt, kommen Sie am Klavier, Sie sind mein Donna Anna. Das war Herbert von Karajan. Habe ich gesagt, entschuldige Sie, ich kenne Sie nicht. Er sagte, ich bin Herbert von Karajan. Passen Sie auf, der hört zu heute Das macht er nichts. Ja, ja. Ich liebe ihn. Ja. Das war für mich das größte Erlebnis. Und da sagt er, kommen Sie am Klavier, probiert auf Italienisch sofort. Ich sagte, das kann ich nicht. Sie müssen in 4 Wochen Italienisch können. Und so kam ich nach Salzburg. Es war sehr schöne Zeiten. Ja. Und es war nicht immer die große Sängerin, nur so die große Darstellerin auch. Denn Donna Anna, was geschieht in der ersten Szene, wenn sie da rausläuft aus dem Haus? Was ist passiert? Naja, ich weiß, das weiß man eigentlich noch nicht. Weil zum Schluss sagt sie, lass mich ein Unancora, noch ein Jahr Zeit. Hatte sie vergewaltigt oder nicht, das ist noch nicht festgestellt. Aber ein Erlebnis habe ich, damit Sie sehen, was große Menschen heißt. Ich hatte mit Furtwängler auch, ich glaube, 59er gemacht, Donna Anna. Und ich war sehr indisponiert und oben bei der Ensemble war AAA zu singen oben. Und ich habe sie unten oktavtiefer genommen und in der Pause, entschuldige mich, und er sagt,
Habe ich gesagt, entschuldige, Professor, ich bin indisponiert. Sagte, ich habe nichts gehört. Es war schön. Wunderschön. Ist das nicht edel? Ja, mir ist immer aufgefallen, wenn ich durchgehört habe, auch Ihre Platten. Leider, Sie haben ja Ihre größten Triumphe in den Jahren 40 bis 50 gefeiert und da wurde noch nicht so viel aufgezeichnet. Und noch ja, Mensch hatte Geld. Zum Beispiel, die Metropolitan wollte, dass der ganze Saume aufgenommen wurde. Columbia hat gesagt, wir können nicht zahlen, weder Orchester noch Ensemble, nur der Schlussgesang, was Tragisches. Ja. Auch Herbert Karajan später gemacht hat der Schlussgesang und Lovro von Mantacic auch gemacht, die gemacht, sehr, sehr schön ist. Mir fällt immer auf, dass Sie eine so ungeschönte Stimme haben. Ist eine Naturstimme geblieben, das war ungeheuer. Und gar nicht diese gekunstelte Kunststimme. Na, ich hab nicht gerne so... Genau das. Aber ich finde, wir reden schon sehr schön und sehr lange, wir müssen Sie hören. Und alright. Zwar, ich finde, wir sollten die Tosca hören, wie die D'Arte. Und dazu sehen wir Rollenfotos von Ihnen. Mit der Jennifer fängt's an und mit anderen Rollenfotos, aber wir hören sie. Dabei reden wir nicht, das wollen wir hören. Wunderschön. Regie, fahrt einmal ab. Ja, ich wollte da nicht da reinreden, aber so viele Kollegen, die wir gesehen haben, die Rosswänge, nicht? War nein, dann Feenberg. Wunderbare Sänger, wunderbarer Kollege, Gott im Himmel, nein. Aber Sie haben das sehr schön gesungen gerade. Danke, Professor. Wann ich war denn das ungefähr? Wissen Sie noch diese Tosca? Tosca muss es 48 gewesen sein. Wie haben Sie Rollen studiert? Och, ich saß oft 9 Stunden am Klavier allein und ich habe mehrere Rollen auf 4 Sprachen. Salome auf 2 Sprachen, Don Juan auf 3 Sprachen, Tosca auf 3 Sprachen, Musetta auf 4 Sprachen und so ging das so noch weiter, Maskenball und so weiter. Das war sehr harte Arbeit. Also ich habe eigentlich, künstlerisch möchte ich der Welt danken, die mich wirklich auf die Hände getragen hat, künstlerisch. Ich habe auch viel gegeben. Privat ging mir alles schief, Herr Professor, alles, was ich angreifen gegriffen habe. Ja? Immer. Ja. Ist nicht gut gegangen, privat. Aber wenn man so Humor...
wertvoll heute noch ist. Ja, also ich bin dankbar eigentlich, das ist mir geblieben. Und ich danke noch an das Schicksal, dass durch diese furchtbare Reiserei durch die Welt, ich erinnere mich, von Kuba bis zum Caracas und Kanada und was weiß ich, dass ich nur hin und da Schnupfen gehabt habe. Wissen Sie, das ist eigentlich schön. Aber haben Sie, wenn Sie die Rollen studiert haben, die Interpretation gleich mitstudiert oder haben Sie es nur musikalisch studiert? Nein, also ich habe mit, komisch, mir hat die, eine Phrase, eine musikalische Phrase, ein musikalischer Ton hat mir irgendetwas, ein Bild ja. von der Charakter, das ich ausfüllen muss, mir gegeben. Und ich habe das wirklich auf der Bühne auch vollbracht. Und ich habe sehr viel für mich, von mir selber gestaltet und sehr wenig von den Regisseuren sich mit mir beschäftigt. Die haben gesagt, na, die ist eh großartig, die ist eh begabt, die macht sie eh richtig. Aber ich habe diese Gabe gehabt, dass ich irgendeine Vorstellung gehabt habe von der Rolle, die ich studierte. Und ich habe gedacht in der Nacht, wie könnte es das machen? Wie ist dieses Motiv? Wie drehst du dich um? Und so ging das. Jetzt muss ich Sie doch was fragen, weil Sie gerade die Salome, das war doch eine Ihrer größten, nein, alle waren schön, aber die Salome 60 Mal gesungen an der Met. Und ich habe das nachher. Was in der ganzen Welt brauchen Napoli, von Wien, nee, brauchen nicht rechnen. Ich habe Salome nur ein paar Mal inszeniert, kennt es also nicht so gut wie Sie. Aber was ist denn die Salome? Ist das ein junges Mädchen? Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist ein Geheimnis, die sehr wenige Salomes, die singen diese Rollen, nachdenken. Erstes Mal ist das ein junges Mädchen. 14, ich war nicht 14, aber ich war wahrscheinlich so Monate und so. Es ging. Salome hat nur zugeschaut. Sie will Johanan haben. Ja. Sie darf Johanan nicht berühren, was viele Salomes machen. Nein. Das ist falsch. Der hat so viel Strahlen, dass sie sofort zurück muss. Dann die, dein Haar will ich haben, das darf sie auch nicht berühren. Das ist auch wieder die Strahl. Und dann der Haut, das ist auch nicht möglich. Viele haben, wie ich sehe auf der Bühne, haben das, die Fehler begangen. Das noch etwas, wo sie zum Schluss küsst den Mund, nach meines Denken, ich habe Bücher studiert, ich habe Bibel studiert, bevor ich sie angefangen habe. Die küssen den Mund und in dem Moment, wo sie den Mund küssen, sind sie mit ihm in die Ewigkeit vereint. Ja. Die ist heilig, die ist, und die spürt nicht, wie die kommen und sie erschlagen und die fällt ganz sanft glücklich. Das ist ein Geheimnis. Ja. Die viele Salome, ich kannte sogar eine, die hat aufgeschrien, oh, hat nein, sie nein, das nein, ist ein ganz großer Fehler. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Und da geht es am Schluss dann zusammen, nicht? Ja, die muss ganz fallen ohne. War das falsch? Ich habe jetzt eine Salome inszeniert und da habe ich am Schluss sie erstechen lassen von dem Pagen. Denn das ist falsch, Professor. Ist das falsch? Wir müssen uns hinterher darüber unterhalten, doch, warum das falsch ist. Doch, das ist falsch, weil sie muss mit den Schildern, damals hat sie Schilder zugedeckt. Erschlagen, richtig. Ja. Und die spürt nicht, die fällt einfach so und mit ganz leichten Lächelns geht sie über. Ja. Vereint mit ihm in, nach dem Kuss. Durch den Kuss ist sie schon mit ihm sozusagen in Ewigkeit. Ich habe gesagt, wir machen keine didaktische Sendung, jetzt belehren Sie mich laufend. Entschuldigen Sie, ich geniere mich, ein großer Mann wie Sie, aber das ist meine Auffassung. Ich muss Sie fragen, Ihr Verhältnis zum Wort, denn mir fällt überall auf, wenn ich höre, was Sie tun, dass Sie ein ausgesprochen sauberes, also ein tolles Sprechen haben. Ja, das weiß ich, aber ich glaube, dass ich nicht gut Deutsch sprechen kann, noch immer. Nein, auch gerade bei der Salome, wenn wir das später hören werden, wie Sie die Worte behandeln, ist keine Trennung Wort und Musik. Ja, ich sagte Ihnen, ich saß 9 Stunden am Klavier und das machen vielleicht heute die Sängerinnen nicht mehr. Die kriegen mehr Gelder. Wir kriegen, zu dieser Zeit haben wir miserabel bezahlt bekommen. Wirklich? Ach, 500 Schilling für eine Salome habe ich bekommen, 46er Jahr. Ja, aber was war damals 500 Schilling? Ja, gar nichts. 150 Schilling wurde Steuer abgenommen, 350 blieb mir. Da habe ich 2 Hunde gehabt und habe Brot und Fleisch auf Schwarzhandel gekauft und lebe mir noch. Ja, das ist heute etwas mehr. Also ich lebe heute. Nein, heute kriegen Sie Gagen, kolossale Gagen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist auch nicht sehr gut, weil der Ensemble geht kaputt dadurch, wissen Sie? Ja, und ein Ensemble ist notwendig. Was heißt, wir haben das genialste Ensemble gehabt, der jemals überhaupt in der Staatsoper zusammen war.
wenn man denkt an Seefried und die große Schwarzkopf, ja, das waren phänomenale Leute. Übrigens, Sie waren ja mit einer Kollegin zusammen, mit der Jerry Zahn. Waren Sie zusammen, nicht, oder? Oh, nein, also die Maria hat mich wohl besucht in der Garderobe und war immer am ersten Reise gesessen und war sehr nett, aber per Distanz so weiter, nicht wahr? Sie sagen dasselbe Fach, nicht? Ungefähr. Es waren in der Zeitungen Maria Jers und Ljuba Velitschko. Vergleichen, ja. Und waren auch ein slawische... Ja, zwei große Slawinnen. Zwei große Slawinnen. New Yorker Times. Ja, nein, überhaupt. Das hat sie nicht geliebt, nein. Das hat war sie nicht geliebt? Nein. Darf ich einen Schluck nehmen? Ja, aber überhaupt die Zeit jetzt Wiener... Theater der Wien, bevor den, da waren noch viele. Grandios. Ein Schöffler, ein ja. Lorenz, ein Reining, ein Konetzen, das Schwarzkopf, die, na, Seefried, das war... Ein Blick hat genügt. Überhaupt, da wusste Schwarzkopf, wo ich gehe oder was ich mache oder was sie macht. Ohne zu, wir waren 4-5 Mal in der Woche auf der Bühne. Ja. Und das spielt man sich ein, das geht so, ja, in einem. Auch später noch, als Sie die Gesamtaufnahme mit Kaya, die Fledermaus, oh, gemacht haben, da hat jemand gesagt hinterher, sie hat Wien, sie hat es nur gehaucht. Wien. Hat aber, sie gehaucht, aber wie hat sie es gehaucht? Aber Karin, will ich eine süße Geschichte erzählen? Also 47 hat mich Karin geholt als, wie heißt denn, Marcelina, die Leitmeisterin, ja, Rosenkavalier London. Nach London. Also ich kam nach London und war nicht mehr in der Brillanz meiner Stimme. Und Elisabeth hat gesungen, die Maschen. Oder, ja, Elisa. Ja. Und ich habe ein C zu singen, das sind mehrere, das ist nämlich keine leichte Partie mehr. Das ist kein. Lauter Cs hat sie und ein C war ein bisschen zu tief und das hat ihm nicht gefallen. Und da er wusste, dass die Velitsch immer gut gekonnt hat, hat er gesagt, meine Herren, wir hören uns an. Velitsch, kommen Sie, wir haben in der Zimmer uns angehört. Hat kein Wort gesagt, kommt zurück, sagt, meine Herren, wir wiederholen diese Passage, diese so. Und ich habe das sehr herrlich gemacht und da dreht sie und macht so. Mhm. Das ist Größe, wissen Sie? Ja, weil, liebe Frau, Sie haben das eben selbst gesagt. Sie waren nicht mehr auf der Höhe der Stimme. Sie haben es ja, gesagt. Das ist schon mal so, jede Sängerin. So. Nein, Sie waren so klug genug, es früh zu wissen und sich zu entscheiden. Sie waren sehr klug. Aber haben Sie sich selbst verbrannt mit Ihrer Stimme? Vielleicht. Es ist mein Temperament, ist, wie Sie sehen, ja, oder gespürt haben. Ich freue mich darüber. Er ist nicht ganz so einfach, wissen Sie. Nein. Aber ich habe tatsächlich mich ausgegeben sehr. Und ich erinnere meine Szene zum Beispiel in New York nach einer AIDA. Ich ging zu meinem Arzt, um mir ein Öl zu geben in meinen Hals. Und er sagt, ja, siehst du denn nicht, von wo kommst du, von AIDA? Sag ich, ja, ich habe jetzt eine AIDA gemacht. Sagt er, siehst du nicht, dein Knie blutet ja. Du blutest ja, ich bin gefallen dort bei der Padre und habe geblutet. Das war so, ich spürte nichts, wissen Sie? Ja. Na. Weil ich das Schauspielerische ansprach, auch die Sprache. Ich möchte gerne etwas zeigen, was viel später, ich glaube in den 60er Jahren entstanden ist, Konsul. Ja. Yeah. The Foreign Woman, was, oder haben Sie da nicht? Das ist eine alte Mutter, die über ihr Kind weint oder sowas. Ja. Da habe ich nicht mehr diese Stimmqualitäten aber gehabt. Aber darstellerisch interessiert mich und die Szene. Und da Karl Löbel hat geschrieben in einer Kritik, sie war eine großartige Charakterstudie. Und was mir Freude. Wir werden sehen. Pure buona donna. Grazie. Mio signor, io vengo per mia figlia, l'unica mia creatura. Es handelt sich um die Tochter. Fuggi da casa con un dei vostri soldati, quando era ancora una bambina. Eine eurer Soldaten nahm sie mit sich. La cercai dappertutto. Sie hat seit 3 Jahren keine Nachricht mehr und fand nicht heraus, wo sie ist. Perduta
di rivedere la mia Giulia, ma stamani la lettera è arrivata e così heute morgen mi endlich la mia povera bambina. Mammina, mi sono malata e temo di morire. Sie scheint sehr krank zu sein. Und dem Tode nah. Ihr Mann ließ sie mit dem Kind im Stich. Sie möchte, dass sie zu ihr kommt, um ihr aus der Not zu helfen. Was ist Ihr Anliegen? La signorina domanda che cosa desidera. Che cosa desidero? Io voglio adorare. Si möchte gern zu ihrer Tochter Giulia, um sich des Kindes anzunehmen. Dazu hat sie zuerst die Formulare auszufüllen. Deve fare la domanda. Sì, e poi... Und wenn sie angenommen werden, soll sie ein Visum verlangen. Ma quando potrò partire? Wann ungefähr könnte sie gehen? Es kann mehrere Monate dauern. In etwa 3-4 hängt davon ab, ob und wann ihr Visum bewilligt wird. Forse un paio di mesi. Un paio di mesi? Ma signorina, mia figlia! Aver pazienza, bisogna aver pazienza. Tja. Nochmal zurück zu Salome, darauf müssen wir noch ein paar Mal zurückkommen. Aber Sie haben doch die Salome zum 80. Geburtstag von Strauss gesungen. Ja, es ist folgendes. Erstmal war ich in Dresden 42er auch engagiert und dann habe ich gesungen, ohne zu wissen, dass jemals ich Salome singen werde. 2 Jahre Salome studiert mit einem privaten Korrepetitor. Ich war immer fleißig. Das war mein Fehler manchmal. Und kam ich nach Wien zu singen, Königskinder mit Pölzer und Rosalinde und was weiß ich, Bohem. Und da hat man gesagt, ja, der Strauss hat sie gehört in Dresden oder irgendwo mit und er will sie als Salome haben zu seinem 80. Geburtstag 1944. Und da muss ich sagen, er kam jeden Tag 6 Wochen lang um 9 Uhr bis 1 Uhr und mir die Tempen und die Sprache und die Musik angedeutet. Wir haben diskutiert, es war hinreißend. Da habe ich auch wunderbare Bilder von ihm und wunderbare Briefe, die ich an der Staatsbibliothek vermacht habe. Ist doch schön, ist doch gut. Aber eins ist wichtig. Sie wissen, ich bin sehr oft und sehr gerne in New York. Bis Sie kamen, war die Salome für die New Yorker eine problematische Oper. Moment. Ist das richtig? Das ist korrekt. Also passen. Erstmal kam ich und sang Salome. In der New Yorker Times stand ganz kleines, so ein kleines Anzeige. She's coming with great reputation. Also sie kommt mit großer Reputation. Das hat mich sehr gekränkt. Wissen Sie? Ich habe gesagt, die will ich auch mal. Also das war ein grandioser Erfolg. Und dann ging ich natürlich auf die Tour mit dem Metropolitan, auch meine eigenen Konzerte gemacht. Das hat mich heute von Hunger gerettet. Und da kam ich nach Boston mit Salome und dem Metropolitan. Johnson, Edward Johnson, großartiger, sehr nobler Gentleman, kommt zu mir, holt mich von dem Garderobe, bringt mich auf die Bühne und sagt, Madame, was auch geschieht heute, spielen Sie weiter. Denkt ihm, was will er? Also ich kam auf die Bühne, ich tanze, ich sang, es war großartig und auf einmal verliere ich einen Schuh. Na, ich tanze mit einem Fuß ohne Schuh, der andere mit Schuh. Zum Schluss kam ich vor der Herodes, zog der zweite Schuh weg und tanze barfuß. Nach der Vorstellung, Riesenerfolg, Sensation, Vorhänge, kommt der Johnson, nimmt mir die Hand, küsst die Hand und bringt mich zur Garderobe und sagt,
Wissen Sie, vor 30 Jahren war hier Mary Garden. Sie war eine große Salme, hat gesungen und die wurde mit Tomaten und mit Kartoffeln und mit Paprika geworfen. Ja. Weil die dort katholisch sind und das darf man nicht machen auf die Bühne. Ach so. Boston ist sehr katholisch, ja. Ja. Gott war froh, dass Sie es nicht vorher gewusst Aber meine haben. Füße waren voll von Wunden. Na, wissen Sie, was ich jetzt gerne zeigen wollte? Ich hatte es vor, ich wollte aus Helden, aus dem Film einen Ausschnitt zeigen. Ich wollte nämlich Sie als Filmschauspielerin Nun, präsentieren. Warum haben Sie es nicht gemacht? Weil 2 Minuten vor der Sendung kam ein Telefax aus Mainz, die Rechte sind nicht freigegeben worden. Well, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, nein. Ich das war so ein großer Film, das war so großer Erfolg. Wie sind Sie denn zum Film gekommen? Ja, also ich sagte Ihnen, ich habe in Amerika ziemlich großen Erfolg gehabt. Bin auch sehr dankbar, die Amerikaner waren großartig zu mir, haben mir auf Hände getragen. Und da hat eine Filmproduzent, Sokol hat er geheißen, Sokol, ja. Mich gekannt oder gesehen oder was. Und wo die Helden angefangen haben, gesagt, die Welt will ich haben. Also ich danke eigentlich diese Rolle an diese großartige Karriere, die ich gehabt habe als Sänger. Und dann habe ich die Helden gemacht mit Fischer. Zum ersten Mal stand ich bei der Kamera. Die Distanz musste ich lernen und so weiter und so weiter. Und dann kamen kleine und große und das habe ich gemacht. Geld ist Geld. Ja, natürlich. Sie haben viele Filme gemacht. Ich habe große und kleine Sachen gemacht und habe es gerne gemacht. Ich habe vor kurzem noch mal die Platte angehört, Lisa Pikdam. Wer hat das dirigiert? Das war erinnern Sie sich noch? Pikdam. Wie war überhaupt Ihr Verhältnis zu Dirigenten? Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Dirigenten? Großer. Ich habe noch nie mit einem Dirigenten gestritten. Stellen Sie das vor. Das ist eine Der hat es gar nicht gewagt, oder wie? Der hat gar nicht angefangen, mit Ihnen zu streiten. Ja, ja. Nein, die haben mich sehr respektiert, muss ich sagen. Und ich habe mit großen Dirigenten zu tun gehabt. Auch Gott. Mit Knappersbursch, Herbert von Karner, Clemens Krauss, Busch und viele. Aber meine zu den Dirigenten großartig, ich habe noch nie einen Streit gehabt eigentlich. Noch weniger, weil die. Die haben gar nicht gesagt. Die haben mich einfach gelassen. Haben Sie Glück, dass Sie heute nicht. Dann würden Sie das erleben. Da geht es nicht so leicht zu. Das ist ja herrlich. Wir müssen aber auch, die Zeit rennt weg und es ist so viel zu erzählen. Wir müssten Gott, 2 Stunden Bücher. Haben. Ich will aber was anderes hören. Bitte. Liebe Regie, ich möchte aber auch noch mal die Du Barry, ich möchte auch von dem leichten Fach was hören. Da haben wir doch was vorbereitet. Schenk mein Herz. Und zwar sind Porträtfotos darunter. Ich habe Liebe schon genossen. Ich kenne das Glück und auch das Leid. Ich habe Tränen oft vergossen und auch geschwelgt in Seligkeit. Was ich an Lieb gegeben, das gab ich gern und ohne Reu. Doch steht in meinem Leben bei weitem einen Grundsatz treu.
eben ein sensationelles Foto. Die Callas im Hintergrund. Das war ja, die hat mich nie geliebt. Nein, nein. Mocht sie nicht, ne? Nein, nein. Nein. Tebaldi hat mich geliebt. Die kam immer zu meiner Forschung und ich zu ihr. Aber die werden Maria, ihre Gründe nein. gehabt haben, die Maria, Damen. Maria ja. liebte mich nicht. Nein, nein. Ist Ihnen das egal, in welchem Bühnenbild Sie auftreten? Kümmern Sie sich darum, was der Bühnenbildner gemacht hat? Ja, schon, aber ich rede da niemanden ein. Aber ich schaue es mir an und weiß, wo ich sterbe und wo ich nicht sterbe. Und mehr. Wie war denn das, als Sie in London die Salome sangen in einem Bühnenbild von Dali? Oh Gott, oh Gott, das war böse Sache. Also die Times und Manchester Square Garden hat geschrieben, sie war die einzige Normale. Der hat mir entworfen Kostüme von lauter Schlangen, so herumkamen da und was weiß ich. Und der Herodes hat so ein Dingel gehabt und Herodes war Schwammerl oder sowas. Und ich sagte zu David Webster, der sehr guter Freund von mir war, David, das kann ich nicht anziehen. Ich habe meine Kostüme von Wien gebracht und bin aufgetreten. Und New York Times hat ein Jahr lang geschrieben, das war die einzige normale Person auf der Bühne. Und Dali habe ich besucht dann in Amerika. Der kam nicht zur Premiere nach London. Da mit Elsa Maxwell habe ich zu Dali ihn besucht. Und da sagte, ah, that's my Salome. Und ich sagte, ja, that's your Salome, but das war nicht so gut. Und das war ein Skandal, nicht damals, oder? Ich sagte, ich war die Einzige, die Erfolg hatte. Entschuldige Sie, wenn ich das sage. Aber das wir wollen das nicht als Lehre für die jungen Sängerinnen, dass man in der eigenen Kostümen kommen soll. Das wollen wir nicht als Lehre. Ja, ich habe fast alle meine eigene Kostüme gehabt, Tosca und so weiter. Wie war Ihr Verhältnis zum Publikum? Oh Gott, die liebten mich eigentlich so sehr. Und wie ist das, wenn Sie... Was glauben Sie, in Salome, in London hat, während ich sang, Schluss, sehe ich, wie jemand tragt einen Mann an der Tragbare. Der ist in Ohnmacht gefallen, weil ich so aufregend war. Und ich sang da und schaute immer Der hat gedacht, er wäre Johanna. Nein, aber ich habe beinahe gefährlich, meine Lieben, zu singen und das zu sehen. Zu sehen, wie das ist. Wie ist denn das, wenn Sie jetzt selbst Publikum sind? Und gehen Sie gar nicht mehr in die Oper? Oh ja, ich gehe, wenn was Besonderes ist. Was ist was Besonderes? Sehr wenig momentan. Ja, nicht wir sagen nicht die Städte, wo Sie Oper besuchen. Nein, das sagen wir nicht. Aber wie ist das? Ist das schwer eigentlich, Publikum zu sein, wenn man selbst so oft oben gestanden hat? Oh nein, ich habe schon gehört, eine Wozzeck, die zauberhaft war. Ja. Und eine Sängerin, die Marie gesungen hat, die hinreißend war. Ja. Und ich habe ein paar Fidelius gehört, die wunderschön waren. Aber ich gehe nicht so oft. Aber, und Sie haben ein kritisches Verhältnis zur Regie, die... Vielleicht zur guten Regie, das ist so schwer zu kritisieren, aber zur Persönlichkeit. Wenn ein Mensch, wenn Sie ihn sehen gleich auf der Bühne, wissen Sie, hat er Persönlichkeit, hat er eigene Denken und eigene Aktivität oder ist er nichts und da bin ich traurig. Ja, das darf auch nicht passieren. Bei allen neuen Einfällen darf nicht die Persönlichkeit weggehen. Nein, das bin ich auch immer. Ich möchte gerne, der Kameramann ist bei Ihnen in Ihrer Wohnung gewesen. Ja. Und hat in Ihrer Wohnung etwas aufgenommen. Und ich möchte, dass Sie das selbst kommentieren, dass wir sehen, wo Sie wohnen, was dort an den Wänden ist, hängt. Bescheiden, bescheiden. Ja. Jetzt gucken Sie doch mal, das ist schon bescheiden, fängt schon an. Das ist bei Ihnen zu Hause. Na, schauen wir uns an. Ja, das ist sehr hübsch. Aber Sie kommentieren es. Ja. Na gut, das ist mein Salon. Ja. Ist ziemlich groß. Und, warte mal, ich muss meine Brille nehmen jetzt. Na ja, und das ist meine Religionsecke. Wenn ich auf die Welt herumgeflogen bin, habe ich oft Wunder erlebt, dass heute auf morgen etwas sich geändert hat. Und da beginnt man zu glauben, wissen Sie? Ja. Und das ist sehr schön. Haben Sie Schüler gehabt? Zwei, drei Schüler habe ich gehabt, aber vor etwa 30 Jahren. Aber ich will nicht unterrichten, weil ich bin zu lebendig für zu sitzen am Klavier. Ja. Das ist immer zu langweilig. Und das ist ein Chippendale-Schrank, der ist sehr schön. Und das ist Lübe in Jugend und so weiter. Ja. Und dann ist der als Tosca und da ist der Richard Strauss. Da ist der Richard Strauss. Das war nach der 43er, 44er, das auch wieder bei einer Angelegenheit. Hat mir so liebe Briefe geschrieben. Ja. Einmal hat er gesagt, ich habe nicht gewusst, dass... Ach, das ist ein Widmung.
dass die Stimme so jungfräulich ist. Was ist das denn? Ah, das ist in New York zum Beispiel. Eisenhower hat Pech, Truman hat Pech, Streiks war aber Lübewels der Einzige, bitte schauen Sie, die Einzige, die große Triumphe in ganz United States. Eine Karikatur. Karikatur, ja. Die ging durch die ganze Welt. Sehr lustig, nicht? Ich glaube, das war in das ist natürlich auch die große Salome damals. Ja. Es war eine große Sensation und wirklich, die Amerikaner waren groß, haben mich nicht vergessen. Das ist mein Klavier, das ist ein gemaltes, großes Porträt von einem gewissen Maler Ozen. Das sind die Lieder, japanische Lieder, die ich gesungen habe. Ja, wir hören heute ganz bestimmt noch die Salome. Und da bin ich begierig, natürlich auch von Ihnen selbst was zu hören, weil die Interpretation ist so. Es gibt einen ganz bösen Kritiker in Deutschland. Nein, was hat er geschrieben? Der heißt Kesting und der hat ein großes Buch über Stimmen geschrieben. Was hat er geschrieben? Das wiederhole ich gar nicht alles. Aber was er über Sie geschrieben hat und über Salome, das würde ich doch ganz gerne wiederholen. Die Schlussszene Salome ist musikgewordene Hysterie. Mhm. Ihr Schlussgesang ist ein Anschlag auf die Nerven des Hörers. Oh Gott, der Arme, tut mir leid. Sie singt nicht, sie verwandelt sich in die Figur. Oh, das ist schön. Gleichzeitig rein und exquisit koloriert. So schön. Well, das ist das, was ich gesagt habe über die Salme, was sie machen soll und nicht. Also der hat recht. Hier drückt sich eine Leidenschaft aus, die sich im Tod erfüllt. Das haben Sie eben gesagt. Salome ist nicht nur die beste Wiedergabe, sondern die einzige überhaupt. Stell dir mal vor, das sagt ein Kritiker. Der kriegt einen Bussi von mir. Ja, verdient er sonst gar nicht, aber das ist ja. Und zwar hat er analysiert die Stimmen vieler Kollegen und viele ihrer Kollegen sind sehr böse über dieses Buch. Oh Gott, ich schicke es Ihnen dann jetzt mal. Ja, weil das darüber. Wir werden die Salome noch hören. Ich möchte aber doch eines sagen. Sie haben gesagt, Sie haben wenig Schüler gehabt. Was würden Sie denn heute empfehlen, jungen Sängerinnen? In der Ausbildung. Würden Sie sagen, soll in der Provinz anfangen? Ja, natürlich. Die Staatsoper Wien hat mich wollen haben vor der Staatsakademie gleich. Und mein Professor hat gesagt, du gehst sofort nach Graz bei Pruscha. Und das war gut, weil dort sofort mit großen Sachen angefangen habe. Mit Neda, mit Musette, mit Mimi, mit Königskinder. Und ich war schon ein sehr, sehr in 2 Jahren. Ich habe auch der Page von Lohengrin gesungen. Ein 2 Sätze, aber es war grandios. Man lernt kolossal viel. Ja. Und vor allem, ich als Studentin in der Staatsakademie habe ich 9, 10 Stunden am Klavier bin ich gesessen, Brahms, Schumann, Schubert und Mozart zu lernen, auswendig, die Lieder später in Amerika auf meine eigene Konzerttour Geld verdient habe. Wissen, das ist. Gab es so etwas wie einen Mozart-Stil? Man redet immer von dem Mozart-Stil. Ja, ja, was ist denn das? Krips hat der beste Mozart-Stil gemacht. Auch Herbert Karajan. Furtwängler war etwas vielleicht zu langsam manchmal, aber das war noch immer großes Musizieren. Ja. Und das war, ich weiß nicht, ob das jetzt gibt. Ich weiß es nicht. Ja, Sie gehen zu wenig in die Oper, daran liegt das. Sie mehr gehen halt, müssten, ich gehe halt nächstes Mal. Das gibt's, Sie gehen. Nächstes Mal sage ich Ihnen. Okay. Alright. Nein, Mozart-Stil, weil das ist so ein Wort, mit dem kann man viel kaputt schlagen, aber auch animieren. Was ist denn das? Wie haben Sie Mozart gesungen? Mozart-Stil ist so, Mozart muss in Rahmen sein, wissen Sie, so. Du darfst nicht Koronen lang halten oder du darfst nicht irgendeine Achtel oder halbe mehr dehnen oder so. Es muss immer in Präzision, in Korrektheit, in der Takt bleiben und so weiter. Ja. Aber es ist ja auch Theater, nicht? Es ist ja Musik. Es ist ein großes Theater. Ja, da muss man Intelligenz haben, Mozart zu spielen. Das ist eine sehr schwierige Sache. Das ist das Schwerste wohl. Das kann man wohl sagen. Theater ist Shakespeare für mich das Schwerste und auf der Oper ist es Mozart. Das Schwerste, was dort. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, nein, ich würde gerne wissen, also welchen Rat Sie geben würden jungen Kolleginnen, ja, die heute lernen, anfangen. Ja, lernen, immer wiederholen, immer wieder wiederholen, immer das Suchen, Studie, die Phrase suchen und nicht schlampert und zu klappernde Klavierauszug. Immer wieder die Phrase, Note, der Takt, wie mache ich diesen Takt, wie mache ich diese Achtel oder Halbe, das ist sehr schwierig. Sie haben mir vorher gesagt, ich soll Sie nicht so viel nach Ausbildung fragen, aber ich mache es, ich will es nämlich wissen. Nein, schauen Sie, die Erfahrung, die Sie haben, und das ist auch ein bisschen der Sinn dieser Sendung, dass Menschen, die so viel Schönes gesungen haben, auch vermitteln und weitergeben an junge Leute heute. Sie haben eben was gesagt, das gehört so unterstrichen. Sie
konnten singen. Und zwar, sie haben immer singen gekonnt. Wirklich, sie haben eine Naturbegabung, die aber dann eine Kunst... Die Sache ist so, vor allem die Naturbegabung ist zu wenig. Sie müssen darauf arbeiten. Und zweitens, deine eigene Persönlichkeit musst du... wie heißt das? Erziehen und musst du sie aufbauen. Ja. Weiter aufbauen, nicht wahr? Ja, nein. Aber Sie haben eben was gesagt, Präzision. Können ist gut und Genie ist auch gut, aber Präzision, ja, Noten, ich glaube, ich war sehr präzise, glaube ich. Ist, bis 64 waren Sie Mitglied der Staatsoper in Wien. Right. Dann sind Sie 72 nochmal nach New York zurückgegangen, right, haben nochmal die Herzogin... Oh, die waren fantastisch. Die haben nach 22 Jahren auf die Hände, ganze 3 Monate in New York war Aufregung. Aber das war fantastisch. Die haben mich, The Duchess habe ich gemacht. Die Duchess, Regimentstochter. Yes. Ja. Und das war so Ihr Abschied von der Opernbühne? Ja, das war mein Abschied. Ich kam zurück und habe in der Volksoper gearbeitet, Charakterfach, wissen Sie? Ja. In Regimentstochter und so, viel Charakterfach gemacht. Und unser neuer Direktor Eberhard Wächter wollte mich haben wieder jetzt, ja, aber ich mache das nicht. Ich möchte meine Jahre für mich haben. Meine Damen und Herren, wir können gar nicht Abschied nehmen von Ihnen, ohne die Salome gehört zu haben. Und heute Abend eine, wie soll ich sagen, eine vollblütige Primadonna. Danke Ihnen. Gesehen, gehört zu haben. Danke Ihnen. Und jetzt wollen wir doch die Salome. Oh.
Ja, Herr Professor. Da, das verschlägt einem die Sprache ein bisschen. Denn ja, ich habe es auch oft gehört. Dass man alt wird, ist nicht schön eigentlich. Nein, aber schön, dass wir es hören können und dass wir mit Ihnen hier zusammensitzen können. Das ist Sie der Beginn. Danke. Diese Sinnlichkeit in der Tongebung und Gleichzeitigkeit die Leichtigkeit der Tongebung und so sauber gesungen. Und das hat der Richard Strauss gemocht, glaube ich. Da hat er gesagt, das ist die Stimme für meine Salome. Ja. Und das war Weil ich glaube auch, ich höre das jetzt so, wenn die Mischung da ist von einem kleinen Mädchen, das ja erwächst, erwacht. Ja, sie möchte erwachen. Sie möchte erwachen an der Liebe. Ja. Das ist doch schade, dass Sie das nicht weitergeben. Sie sollten das doch lehren. Sie sollten das doch Ja, wissen Sie, ich habe für mich so wenig gelebt. Schauen Sie, was ich angefangen habe, künstlerisch war alles phänomenal und so wundervoll. Und die Welt hat mich wirklich geliebt. Wo ich ging, in Südamerika, Amerika, Nordkanada und so. Aber wo ich kam, privat, war ich immer der einsamste Mensch. Ich habe nie für mich irgendetwas, der gewartet hat und mich umarmt hat und sagt, Gott sei Dank, du bist zu Hause. Das ist mir abgegangen und ich will jetzt meine letzten Jahre, ich weiß nicht, wie lang sie sind, eigentlich für mich leben und für meine Bubelina. Ja. Ja, sie ist ganz rothaarig. Nein, ich finde das rührend, dass Sie das so sagen. Und ich will da gar nicht nachfragen, wenn Sie sagen, dass Sie da einsam gewesen sind. Aber das ist doch Nein, ein Schicksal. Nein, das ist nicht allein. Ich war nie allein. Zu viele Menschen um mich. Aber innerlich war irgendeine Einsamkeit, oder habe ich mich zu viel ausgegeben, dass ich irgendwie empty war, so leer, wenn ich zurückkam. Und ich habe gehetzt durch die Flugzeuge und durch die Staaten. Das war sehr aufregend. Dieses Nebeneinander, das Miteinander, was so gerühmt wird, ich bin ja leider, ich habe das ja nicht mehr gesehen und gehört. Schade. Das ist schade, ich würde da noch viel genauer fragen. Sie sind ein junger Mensch. Dass Sie in der AIDA gleichzeitig in der Erkennungsszene und in der Nilszene sowohl, verstehen Sie, die Dramatik als auch die Innigkeit einer Szene, dieses Nebeneinander, das haben ja Menschen, die Sie da damals gehört haben, immer wieder gepriesen. Ja, das stimmt auch, ja. Und vor allem, ich vergesse nicht Jussi Börling als mein Cavaradossi. Ja. Die Stimme von ihm. Und da wie nahe war mein Radames. Und das war so wundervoll, große Sänger, viele tot. Und das macht mich so traurig. Aber ich höre mir oft die Platten von denen. Und manchmal weine ich. Aber was sollen sie machen? Die Jahre können sie nicht stoppen. Nein, wie stehen Sie zur zeitgenössischen Musik? Mein Gott, ein bisschen schwierig, aber vielleicht werden sie sich durchsetzen durch die Jahre. Ich weiß es nicht, kann nicht sagen. Ja, denn ich habe gesagt, ich bin sehr angegriffen deswegen. Ich habe gesagt, heute kann ja ein Musiker, der selbst wie Puccini, so gut wie Puccini schreiben könnte, der darf es ja gar nicht sich erlauben, so zu schreiben. Er würde ja zerrissen. Ich meine nicht, dass einer schreiben sollte wie Puccini. Das wäre dummes Zeug. Aber er darf es ja nicht. Er wird ja wirklich... Der wird sagen, das ist zu alt und zu uninteressant. Und das passt. Belong to the past. Ja, und so. Haben Sie gelesen, was Penderecki, das Interview über Penderecki, der ganz klar gesagt hat, ich will verständliche Musik schreiben, ich will verstanden werden und von dem Publikum, man hat ihn verrissen deswegen. Na ja, das ist leider der Fall, die moderne Musik, manchmal ist sie schon, damals hat Lulu jemand von mir haben wollen. Ja, irgendein Direktor. Da wollte ich gerade fragen. Und das war für mich zu modern schon. Ja. Und das war für mich keine Zeit, das zu lernen und zu machen. Ich ging in das Repertoire, wo ich ja war. Ich weiß nicht, habe ich auch Tote Stadt, wollte man von mir. Das sind natürlich schon sehr schöne Momente, Herr Totenstadt. Hat sehr schöne Melodien. Haben Sie, verehrte liebe Kammersängerin, sind Sie in die Rollen reingekrochen oder haben Sie an der Velitzsch immer so viel Neues gefunden, dass Sie eigentlich immer die Velitzsch, ich frage das wirklich unkritisch, haben Sie die Velitzsch in verschiedenen Porträts porträtiert oder haben Sie eine Donna Anna und eine Aida und das und Tosca, haben Sie die verschiedenen Figuren geschaffen? Oder waren das immer... Ich habe sie geschaffen, glaube ich. Ja. Ich habe sie von meinem innerlichen Blut und innerlichen Gedanken ohne an die Welt zu denken, sondern irgendetwas hat mich etwas dirigiert, das zu machen oder so zu machen oder so zu gehen. Ich habe zum Beispiel einen Don Giovanni einmal gesehen, jahrelang, und manche Künstler, nachdem die Arie gesungen haben, gingen so privat ab, so privat, als wäre nichts gewesen. Nichts gewesen. Ja. Das gibt es auch gar nicht. Du musst, wenn du die Arie singst, du musst in der Stimmung von der Arie weiter hinauf
hinaus in die Dekoration, aus der Dekoration kommen. Und das ist eine Sache, die man selber spüren muss, verstehst du? Ich war entsetzt, wo ich das gesehen habe. Was mit der Technik? Haben Sie technische Übungen Oh, sehr. Gemacht? Sehr, finde ich sicher. Ich war bei Lirhammer sehr, sehr... Ich wäre vielleicht eine großartige Koloratursängerin geworden, weil ich ein G ganz oben gehabt habe, wissen ja. Sie? Ich habe Lucia de Lammermoor gesungen, stellen Sie vor, mit der Koloratur und so weiter. Aber dann später, es war zu langweilig für mich. Ich habe dann angefangen zu lernen Partien, die mich als Gestalt und als ein Porträt von eines Schicksal oder sowas zu darstellen. Und das war so wundervoll. Ja, das ist auch schön. Und da habe ich auch gelernt. Und gleich müssen wir uns noch unterhalten, wenn die Sendung zu Ende ist, muss ich fragen. Werden. Ich habe einen Ton in der Salome anders gehört, als wie ich... Ach ja, das ist geschrieben, aber D meinen Sie? Ja. Unten ist G geschrieben auf die Großen, aber oben steht, wenn Sie schauen im Klavier, ein D. Also heute Nacht hole ich noch die Partie. Ich war ganz überrascht, als ich das eben darüber gehört habe. Viel, und ich habe immer mit Klavierauszug bewiesen, der Strauss hat geschrieben, eine halbe Note G unten. Aha. Und dann auf D eine halbe Note okay. mit Strich eventuell, wie der Sänger will. Ah, ja, Sie sehen, ich lerne heute den ganzen Abend. Wunderschön, Professor. Ist ja herrlich, dass Sie von mir was lernen. Wenn Sie so über dieses große, reiche Leben ein Resümee ziehen müssten, und ich würde Sie fragen, wenn ich ein Reporter wäre, was war denn so dieses Leben? Hat es sich erfüllt durch Singen? Wie ist er hat Leben? Sich nur durch Singen erfüllt. Nur durch Singen. Mir hat das so erfüllt und meine späteren Filme, kleine und große Filme, ich musste mein Geld verdienen, ich habe noch nie was geerbt, ich habe noch nie was bekommen. Und so, das war so erfüllt und es ist abgeschlossen und ich bin beglückt eigentlich, das zu wissen. Sie wissen Felsenstein. Und ich schulde niemandem, nicht einen Groschen. Und habe von niemandem nicht einen Groschen bekommen. Alles, was ich besitze und was ich arbeite, denn ich habe in Wien als Studenten gehungert, wie ich Ihnen sagte, Kartoffel und Kohl und Kartoffel. Und ich begann selber das aufzubauen mit meinen kolossalen Disziplinen. Ich stand um 6 Uhr auf, um 7 Uhr war Frühstück, um 8 Uhr saß ich am Klavier und bis 9 Uhr oft am Abend. Verstehen Sie, es wird nicht geschenkt in unserer... Wenn du Spitze werden willst, musst du fleißig an dir arbeiten. Ich bin oft umgefallen, manchmal hungrig, und trotzdem war ich am Klavier. Und das ist ein Geheimnis. Die Jugendleute haben so viel zu essen und kriegen so viel Geld und sind unzufrieden. Und das verstehe ich alles nicht. Richtig, ich beobachte das richtig, aber. Aber man darf es nicht umdrehen und sagen, man muss hier hungern, um gut zu werden. Das ist nicht notwendig. Nein. Aber wenn er auch Geld bekommt, muss er trotzdem über sich zu denken, jetzt muss ich arbeiten, damit ich noch und noch und noch besser werde. Ja. Und das, manche tun es nicht. Die haben zu leicht heute, glaube ich. Ja. Ich beobachte es. Ich weiß nicht, ob es eine Regel sein kann, aber es ist sicherlich, was Sie sagen, dieses Studium und vor allem das präzise Studium damit, dass man das tun kann. Ja. Sie haben studiert am Anfang, das habe ich mit großem Vergnügen gehört, Sie haben Religionswissenschaft? Ja, ich habe in Sofia, während meine ein Jahr in der Staatsoper nebenengagiert war, war ich Theologie und Philosophie studiert, 2 Semester. Und gleichzeitig war ich Solistin in Alexander Nevsky Chor, der sehr berühmt war. Also die Stimme war in der Kirche von Alexander Nevsky, wenn Sie sie kennen, sehr groß. Und die Stimme klang das so, und da saß unten Zar Boris mit seiner Frau. Ist nicht wahr? Ja, unten ganz, und ich war oben und habe gesungen. Und das war so hinreißende Stimmung. Und da hat mir viele, viele Kollegen gesagt, weißt du, du willst schon eine große Karriere machen. Ich habe gesagt, das weiß ich noch nicht, ich muss, aber ich habe wirklich sehr geschuftet. Diese Sendung ist gar nicht so systematisch geworden, wie ich sonst immer versuche, weil Sie so viel erzählen. Und ich Sie ist schwierig mit mir, was? Nein, es ist sehr schön. Es hört ja nicht auf an Geschichten und an Erzählungen. Und das ist auch schön. Und das zu übermitteln, und dass wir das gerade heute in Wien tun durften, hier, wo Sie so gelebt und so gesungen haben. Ich habe am Anfang Nietzsche zitiert. Ja. Lassen Sie mich damit doch noch ein bisschen akademisch auch einen Satz von Goethe noch sagen. Oh, und der herrlich. Scheint mir sehr zu passen. Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Und ich glaube, das ist fast so ein bisschen ein Thema unserer Sendung.
das Echte bleibt unverloren und wir haben sehr viel gehört. Das war so schön, Herr Professor, mit Ihnen zusammen zu sein. Ich danke Ihnen. Sie sind ein großer Kulturmann. Sie machen für Schauspiel viel, für Oper und so weiter. Jetzt schließen wir ab, jetzt schließen wir ab. Bis Ende. Das war unser Da Capo. Thank you.